Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hoch erhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Ja, und damit ein herzlich willkommen wieder zurück bei Randall's Monday in Tag 2. Ja, das sind, keine Ahnung, 12 Folgen, 2 Tage, ein Tag, ist doch super. So, und mir wurde gesagt, ich soll nicht mehr so oft alles anklicken. Also, gut, probieren wir das mal. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Ich habe jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, die Musik ist etwas laut, oder? Schauen wir doch mal, wo wir jetzt irgendwie... Ah, warte mal, halt, wir haben eine Zeitung. Die müssen wir uns jetzt mal anschauen. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Was? Hier unten der Text, ich lese mir den gerade durch, ne, also... Okay. Haben wir die jetzt im Inventar? Ja. Haben wir die noch? Die andere haben wir nicht. Warte mal. Da stand was von Early Edition. Ah ja. So cool. Gut, dann können wir uns das jedes Mal wieder anschauen. Da ist ja... Ne? Mortimer's Badezimmer. Ich glaube immer noch irgendwie, also irgendwann... Der ist jetzt einen Tag rumgelaufen, hat eine Nacht geschlafen. Irgendwann muss er doch mal... Ja, später vielleicht. Also irgendwie... Na gut. Was? Ich klicke doch nicht irgendwie wieder alles an. Blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmer-Ding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Nix, ich kann dich da drin hören. Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Hey, Mr. Marconi. Ja. Hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum. Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Also, nur um sicher zu gehen, welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt.
Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Aber ohne Mist, der Bart ist echt neu, oder? Oder irgendwie? Das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen, und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern, aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen, ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Was? Wirklich? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay, okay. Es ist nur, dass, naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Forder es nicht heraus. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja. Der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Was? Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst, aber du kommst jetzt besser sofort her, oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Verstecken. Oh nein, nicht der wieder. Vor allem. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Das heißt aber, die Treppe ist noch kaputt von gestern, obwohl gestern eigentlich heute ist. Sagt er das Gleiche?
Sieh an, wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagte, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Aber Palaver? Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind. Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du? Jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Hör zu. Alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht. Genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Wenn das, was der sagt, ich zeig gerade mit dem Finger hin, das war sehr schlau, aber wenn das, was der Geschäftspenner hier sagt, stimmt, dann ist das mit der Treppe sogar in Anführungszeichen logisch, aber na gut. Also mit der Treppe, dass die kaputt ist und, wie heißt der, Makodi sagt, dass die schon ewig kaputt ist und das, was wir anfassen, ist eine ewige Zeitschleife, pipapo. Weißt du was über Kater, die so heftig sind, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich! Sieh mich doch an! Ich bin immer von Kartons umgeben, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen?
Hab ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever klingen. Tja, Mission fehlgeschlagen, Alter. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay, wo bin ich? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefahren bin. Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Mal was anderes. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Alles klar. Können wir uns wieder... Hier, warte. Mal weg. Hier immer. Hier haben wir doch... Oder haben wir das noch? Wir haben... Doch, wir haben unser Inventar behalten. Das heißt, wir haben die Sachen aus der Zukunft zu uns geholt. Das heißt im Endeffekt, dass... Ne, warte mal.